Jo, Leute, das ist ein kleines Infovideo zum Stand des Servers. Wahrscheinlich haben es nicht alle mitbekommen, aber ich hatte ein großes Problem am Server. Und zwar ist der gecrashed durch Overbreeding an Dodos. Also jemand hat offline Dodos gebrütet und das ist ein bisschen eskaliert, so dass hier tausende Dodos waren, also um seine Base rum und so. Ich habe versucht, das irgendwie zu lösen, indem ich da hingegangen bin. Aber ja, das hat nur zur Folge gehabt, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Also der Lag auf dem Server war echt übertrieben. Teilweise war es ein Ping von 400. Ja, also ich habe es echt versucht, stundenlang da was hinzukriegen, aber im Endeffekt ist mir jetzt nur übrig geblieben, alle Dinos zu killen. Das heißt, auch meine, wie ihr seht. Also die Base ist leer. Und ja, das schließt natürlich die Dinos von allen Spielern, die hier auf dem Server sind, mit ein. Außer die Dinos, die in diesen Soul Trappern drin waren. Die sind nicht zerstört worden. Ja, das ist natürlich, wirft den Fortschritt von vielen weit zurück. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele jetzt abgefuckt darauf sind. Aber ja, ich habe es wirklich versucht und die Lösung fand ich jetzt immer noch besser, als den Server so zu resetten. Dann wäre alles weg gewesen. Ja. Ist halt scheiße gelaufen. Ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit Servern. Das ist mein erster Server. Aber ja, scheiße passiert, würde ich sagen. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall ist das der Grund, warum heute kein Video kam. Das war echt, ich kann das gar nicht beschreiben. Der Lag war so krass, ich konnte keine Teleporter benutzen. Ich konnte nicht fliegen. Wenn du gelaufen bist hier raus, zack, auf einmal warst du wieder drin. Und so, Mann, es war echt krass. Ich hab's dann mit Mühe und Not zu der Base geschafft, wo der Overspawn war. Aber dann war es ganz vorbei. Da waren einfach so viele Dodos, dass ich nur noch ein FPS hatte oder so. Selbst als ich die kompletten Grafikeinstellungen auf Low hatte, war immer nur ein FPS. Aber da konnte ich auch nicht mehr viel machen. Ist das Spiel dauernd abgestürzt und so. Naja. Ja, Leute, das ist der Stand der Dinge. Traurig, aber wahr. Und ja, ich weiß noch nicht, ob morgen ein Video kommt, weil es ist jetzt schon ziemlich spät abends. Ich glaube nicht, dass ich heute noch schaffe, ein Video noch komplett aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall habe ich vor, erstmal weiterzuspielen, auf die Reaktion der anderen abzuwarten. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass manche keinen Bock mehr haben zu spielen, wenn alle Dinos jetzt auf einmal weg sind. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ich hatte eigentlich noch viel vor in der Serie hier. Ich wollte sie eigentlich noch nicht beenden. Aber wenn jetzt alle sagen, nee, kein Bock mehr, dann will ich da auch nicht im Weg stehen. Dann würde ich mir halt was Neues überlegen. Das kann natürlich nicht sofort starten. Aber ja, dann würde ich schon noch ein, zwei Wochen Zeit brauchen, um ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Vor allem, weil ich ja parallel noch das PvP-Projekt plane. Ja. Lasst mich einfach mal wissen, was ihr von der ganzen Situation haltet. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.